So, hier ist der Originalakku für diese schon etwas älteren Maschinen. Ja, das ist hier der. Und jetzt gibt es ja gerade die neuen mit Balancer. Das haben die alten Akkus nicht, deswegen halten die auch nicht so lange wie diese neuen, die balanciert werden. Die sind dann immer kaputt gegangen, weil die eben beim Ladevorgang nicht balanciert werden. Diese drei Zellen, ne, da wurde einfach nur Strom reingejagt, bis da eine gewisse Spannung erreicht wurde und dann wurde angegeben, dass die voll sind. Wenn da eine Zelle weniger hat als die andere, das wird nicht berücksichtigt. Beim Balancieren, beim Laden wird es berücksichtigt, ne, ob jede Zelle dann gleich viel hat, sprich 4,2, 4,2, 4,2. Hier kann es vorkommen, dass hier eine, weiß ich nicht, 3,8 hat, die nächste hat dann, wird dann hochgeknallt bis 4,6 und die nächste hat dann die 4,2. Also balancieren ist schon wichtig. So, der Haken ist nur, dass dieser Akku passt nicht in die Maschinen, liebe Lidl-Leute. Ihr wollt da so nachhaltig sein. Warum passt der nicht in die alten Maschinen, obwohl er ja genauso aussieht, ne? So. Der neue sieht doch genauso aus wie der alte. Aber Lidl, diese Idioten, versetzen einfach nur diese Kerbe um ein paar Millimeter und schon passt der neue Akku nicht mehr in die alten Maschinen. Ja, so wollen sie einen zwingen, dass man sich neue Maschinen kauft. Warum? Wenn die noch tadellos funktionieren. Ja, was werde ich also machen? Werde hier oben an dem nagelneuen Akku diese Kerben links und rechts einfach mit dem Cuttermesser abschneiden. Einfach abschneiden. Und dann hoffen, dass dieser Akku erstens in die Maschine passt und zweitens auch funktioniert. Ja, aber schaut euch das an. Ist das zum Kotzen? Ja, hier die Kerbe hier und bei dem neuen Akku einfach ein paar Millimeter versetzt, damit wir Verbraucher ja nicht es schaffen, diese alten Maschinen weiterhin zu benutzen. Ja, es ist doch sowas von zum Kotzen. Um das hier ordentlich abzuschneiden, mit dem Cuttermesser werde ich hier mal diese zwei Schrauben lösen. Diese Schraube, einmal diese Schraube. So, dann Deckel einfach abnehmen. So, jetzt komme ich hier gut ran, um hier diese Kerbe einfach mit dem Cuttermesser abzuschneiden. Ja. Nummer 1 und hier Nummer 2. Ja. So, abgeschnitten, abgeschnitten. Liebe Leute, mal gucken, ob das jetzt klappt. Ja, hier jeweils Rillen weggeschnitzt. Ja, er klackt schon mal. Sehr gut. Ja, fuck you, Lidl, echt. Funktioniert an der Maschine. Jetzt versuchen wir das mal an der anderen Maschine. Ob es hier auch funktioniert.
Er klackt schon mal sehr gut. Ja, wunderbar, fantastisch. Geil. Problem gelöst. Neuer Akku funktioniert mit meinen alten Maschinen. Das ist der alte Akku. Der hier. PAP 12 Lithium-Ionen-Akku und das ist der neue. Natürlich sollte man sich dann das Balancer-Ladegerät dazu. Braucht man eben das Balancer-Ladegerät. Akku plus Ladegerät kostet 19 Euro noch was. Im Moment gerade bei Lidl, auch im Online-Shop. Also so viel zur Nachhaltigkeit von Lidl, ja, mit ihrem Nachhaltigkeitsversprechen. Ja, scheiße ist, sie sind überhaupt nicht nachhaltig. Ja, was soll das? Was soll das? Warum setzt man diese blöde Kante, diese Kerbe mit Absicht um 2 mm auf eine andere Stelle, damit ja nicht diese neuen Akkus in die alten, noch wunderbar funktionierenden Maschinen reinpassen, ja. Also Leute, lasst euch nicht verarschen, einfach mit dem Cuttermesser hier die Kerbe abmachen und schon funktioniert es.